Datenschutzaufsicht unter DSGVO. Ja, vielen herzlichen Dank, Elisabeth. Danke auch an Benjamin für die schöne Einführung und generell für die Einladung, hier als Aufsichtsbehörde sein zu dürfen, finde ich eine gute Sache, dass wir uns hier mal ein bisschen austauschen können und auch mehr in die Zivilgesellschaft noch ein bisschen unsere Arbeit auch verständlich machen können und vielleicht auch ein bisschen dafür werben können, wie man uns bei der Arbeit auch ein bisschen zur Hand gehen kann. Deswegen bin ich heute hier, ein bisschen was darüber zu erzählen, wer wir sind, wie wir arbeiten, was das neue Recht gebracht hat, wie man uns vielleicht auch bei der Umsetzung dieses Rechts ein bisschen zur Hand gehen kann. Zunächst eine kurze Übersicht, was ich heute Abend erzählen will. Erstmal einen kleinen Überblick, was ist Datenschutz jetzt in Europa, in Deutschland, in Berlin? Welche gesetzlichen Aufträge haben wir eigentlich? Wie füllen wir die konkret aus? Auch mal einen praktischen Ablauf. Wie sieht so eine Bürgerinnenbeschwerde aus, wenn die bei uns reingeht und dann irgendwann in Brüssel landet, theoretisch? Wie kann man uns bei der Arbeit auch ein bisschen zur Hand gehen? Und am Ende noch einen kleinen Aus- und Überblick. Wo stehen wir jetzt? Was kann man vielleicht noch in Zukunft erwarten oder selbst machen? Fangen wir an in Europa, das sind die Parteien, die jetzt die Datenschutzgrundverordnung für sich übernommen haben. Das Ganze beschränkt sich nicht auf die EU, wie man an Norwegen, Island, Liechtenstein auch sehen kann. Und vereinheitlicht jetzt eben in all diesen Staaten den Rechtsrahmen, den wir vorher in eigenbrötlicher Weise bearbeitet haben. Gibt aber nicht nur die staatlichen Institutionen, die nationalen Aufsichtsbehörden jeweils in den einzelnen Ländern, sondern es gibt auch europäische Institutionen, einmal den Datenschutzausschuss, der ein Gremium ist von allen nationalen Aufsichtsbehörden, die sich zusammenschließen, und diverse Subgroups, in denen wir uns dann auf Arbeitsebene auch mit den anderen Nationen austauschen, um gegebenenfalls die ein oder andere Leitlinie auch schon mal zu entwerfen für bestimmte Aspekte, die die Grundverordnung uns an die Hand gegeben hat. Das Gleiche nochmal für Deutschland. Bayern ist zweimal drauf, die haben zwei Aufsichtsbehörden, der Bund ist auch noch dabei, so kommen wir auf 18. Auch hier gibt es wiederum nicht nur die Aufsichtsbehörden, sondern auch Gremien dazu. Es gibt einmal die Datenschutzkonferenz, die DSK, das ist auch so ein Übergremium, wo sich eben auf Chefinnenebene ausgetauscht wird zwischen den Aufsichtsbehörden. Aber auch hier gibt es einen Haufen Arbeitskreise auf Arbeitsebene, wo wir eben die unterschiedlichen Hands-on-Themen quasi besprechen, um dann möglichst mit einer Stimme einerseits innerhalb Deutschlands auch auftreten zu können, soweit wir den Konsens herstellen können, aber auch innerhalb Europas dann mit einer Stimme zu sprechen, weil Deutschland ist ja nun mal der einzige richtig föderale Staat jetzt in dem ganzen Konzert und wir sorgen immer so ein bisschen für Dissonanz. Was ist in Berlin? In Berlin sind wir derzeit 57 Beschäftigte insgesamt. Das verteilt sich so ein bisschen hier, wie man da an der zweiten Stelle sieht, auf unterschiedliche Einzelstellen. Ist aufgeteilt in drei Abteilungen. Wir sind zwei juristische Abteilungen, eine IT-Abteilung und schieben uns da so die Arbeit hin und her, je nachdem, wo der Schwerpunkt liegt. Diese 57 Personen entsprechen haushalterisch gesprochen 51 Vollzeitstellen und das Ganze war ein Zuwachs vom letzten Doppelhaushalt, da waren es noch 41, also um 10 Stellen sind wir immerhin gewachsen, um die Grundverordnung in ihrer Breite umsetzen zu können. Was genau machen die Aufsichtsbehörden jetzt? Es gibt einen gesetzlichen Auftrag, der sieht so aus. Das ist die eine Vorschrift dazu. Gehen wir jetzt Absatz für Absatz nicht durch. Tatsächlich lassen sich aber daraus drei ziemlich, wir können den auch Absatz für Absatz durchgehen, wenn ihr tatsächlich lassen sich daraus eigentlich drei große Komplexe so ein bisschen destillieren und das sind Aufsicht, Beratung und Kontrolle. Das sind so unsere drei Säulen, auf denen wir unsere Arbeit aufbauen. Vielleicht ein bisschen was zu den letzten beiden. Beratung sieht so aus, stellen wir uns zumindest so vor, dass Unternehmen oder Behörden, die eine Art von Datenverarbeitung planen, vorher zu uns kommen, bevor sie das implementieren, sich von uns ein bisschen beraten lassen. Das können manchmal sehr umfangreiche Projekte sein, man kann sich vorstellen, medizinische Forschungsprojekte oder irgendwas, die haben natürlich einen riesen Vorlauf und einen riesen Datensatz, der da irgendwie bearbeitet werden soll mit sensiblen Daten, da ist viel Beratungsleistung erforderlich. Es kann aber auch einfach mal sein, dass ein Maklerbüro anruft und fragt, darf ich das und das Foto in mein Exposé stellen? Also das ist so die Bandbreite der Beratung. Kontrollen, wir hatten es gerade schon, ist tatsächlich das, wovon wir sprechen, wenn wir irgendwo reingehen mit einer Handvoll Leuten und da auch tatsächlich den Laden so ein bisschen auseinandernehmen, wofür uns leider häufig die Kapazität fehlt. Kann aber auch eine Prüfung von Dokumenten sein, da ist es die Bandbreite auch von allem, was man sich vorstellen kann. Aber sprechen möchten wir heute oder möchte ich hauptsächlich über die Aufsicht. Wie füllen wir diese Aufsicht aus? Es sind tatsächlich durch Bürgerinnenbeschwerden, die bei uns eingehen, wird das Ganze getriggert und wir führen dann verwaltungsrechtliche Vorgänge, innerhalb derer wir auf Grundlage der Beschwerde, die wir bekommen haben, nachprüfen, ist da ein Datenschutzverstoß in irgendeiner Form erkennbar und wie ahnden wir den. Da vielleicht noch mal ein bisschen kurz zu den Zahlen, die sich jetzt auch mit der Grundverordnung, was Bürgerinnenbeschwerden angeht, war ja auch schon ein bisschen in der Presse, tatsächlich etwas entwickelt haben.
Wir hatten einen leichten Anstieg im Mai 2018, was Bürgerinneneingaben angeht. Der hat sich seitdem auch nicht wirklich gelegt. Also man sieht so ein bisschen die Schwankungen drin. Ein schönes Peak hatten wir da im Juni mit genau 500 Eingaben. Wie gesagt, es pendelt so ein bisschen rum, aber wir rechnen jetzt dauerhaft eigentlich mit einer Verdreifachung bis Vervierfachung unserer Bürgerinneneingaben. Wie gesagt, 10 Stellen haben wir dafür bekommen. Das ist eine Vereinskommazweifachung. Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. So sehen die Zahlen da momentan aus. Wie läuft die Eingabe jetzt konkret ab, die man bei uns eingeben kann? Erstmal ist ja die Frage, was kann ich genau, worüber kann ich mich beschweren? Also was sind die Beschwerdegegenstände? Und das sind natürlich die betroffenen Rechte, die die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Ich führe gleich nochmal ein paar auf. Sehen dann so aus. Ist alles ein bisschen verrutscht, aber ich glaube, ihr könnt es lesen. Die betroffenen Rechte sind mit der Grundverordnung nochmal sehr gestärkt worden, was wir als Aufsichtsbehörde und auch ich als Bürger, der ja auch Betroffener ist, natürlich sehr begrüßen. Meistens geht es los oder sollte es losgehen, wenn ich meine betroffenen Rechte ausüben möchte, mit einer Artikel 15 Selbstauskunft. Das ist so der Klassiker, haben wahrscheinlich viele von euch auch schon selbst gemacht. Einfach mal überall, wo die eigenen Daten so angefallen sind. Und das ist ja nun mal fast überall, wie es da steht, ne? Vom Blitzerfoto bis Pizzabestellungen, bis keine Ahnung, was man sich alles denken kann. Einfach mal anfragen und nachfragen, welche Daten von mir liegen denn eigentlich so bei euch. Wo kommen die her, wo gehen sie hin, wie lange bleiben sie bei euch. Ist auch immer Voraussetzung, um dann eben weitergehende Rechte geltend machen zu können, wie zum Beispiel das Recht auf die Berichtigung der eigenen Daten. Das kann mal sein, dass ich feststelle, hoch, meine Adresse ist ja gar nicht mehr korrekt, deswegen kriege ich die tollen Briefe von der Stelle nicht mehr. Dann lasse ich die korrigieren. Das kann aber auch mal viel tiefer gehen. Wenn ich zum Beispiel meinen Personenstand ändern möchte oder ähnliches, dann, und das nicht korrekt umgesetzt wird von der Stelle, dann kann es sein, dass mit jeder Übermittlung dieses Datensatzes ein Outing der Person wieder stattfindet auch. Also Fälle hatten wir auch schon. Also darf man gar nicht unterschätzen, was auch so eine Datenberichtigung manchmal für Tragweiten haben kann. Genauso ist es natürlich bei der Löschung von Daten, wenn ich irgendwo feststelle, was hat denn die Schufa da von mir gespeichert zum Beispiel? Das stimmt ja überhaupt nicht, hat mit meiner Person gar nichts zu tun. Kann ich das löschen lassen? Oder genauso, wenn Daten, die ursprünglich mal rechtmäßig erhoben wurden, aber deren Zweck längst weggefallen ist. So ein Klassiker wäre da auch die Gehaltsnachweise bei der Neuvermietung oder ähnliches. Ne? Die braucht der Vermieter auch nur einmal, um zu gucken, hat er genug Kohle für die Wohnung, braucht er in 10 Jahren nicht mehr. Ne? Ist der Zweck weggefallen, muss gelöscht werden. Wenn ich das sehe in meiner Selbstauskunft, kann ich ihn dann auffordern, sowas doch bitte zu löschen. Aber das eben nur als 3 kurze Beispiele von betroffenen Rechten. Es gibt noch ein paar mehr in der Grundverordnung. Das ist das Recht auf Datenübertragbarkeit, das Recht auf Sperrung der eigenen Daten, wenn sie vielleicht gar nicht gelöscht werden dürfen, weil noch bestimmte Aufbewahrungsfristen bestehen oder ähnliches. Ihr kennt das wahrscheinlich auch recht gut, könnte ich mir vorstellen. Was genau muss ich jetzt machen, um so eine Bürgerinneneingabe bei uns aufzugeben? Wie kommt das bei uns an? Das ist grundsätzlich alles möglich. Wir sprechen auch Fax. Ist kein Problem. Wir sind eine Behörde. Das meiste kommt mittlerweile aber tatsächlich über unser Online-Formular rein, was wir auch seit Inkrafttreten der Grundverordnung auf unserer Homepage anbieten. Sieht so aus, dass man da natürlich seine Daten einträgt, nur sofern man möchte, dass wir auch wieder in Kontakt mit einem treten. Man kann das Ganze natürlich auch herrlich anonym machen, dann erfährt man aber gegebenenfalls auch nicht, wie der Fall ausgegangen ist. Dazu brauchen wir natürlich die Angaben, was tatsächlich passiert ist. Also mindestens müssen wir wissen, wer ist verantwortlich, um welche Stelle geht es und was genau ist passiert eigentlich, um welche Daten geht es hier. Und bestenfalls habt ihr auch selbst schon Maßnahmen ergriffen und teilt uns die dann auch mit, weil es für uns natürlich immer einfacher ist, oder beziehungsweise wir sind natürlich dazu da, die betroffenen Rechte für Betroffene durchzusetzen. Wir können sie aber nicht für euch geltend machen, weil es sind ja eure Rechte. Also die Selbstauskunftsrechte, das haben wir nicht für euch, sondern das muss man erstmal selbst geltend machen. Wenn das nicht klappt, dann kommen wir auf den Plan und helfen bei der Durchsetzung. Das heißt, da auch immer schön alles mit hochladen, was man selbst schon getan hat. Meistens wird es dann so ein bisschen der Schriftverkehr mit der Stelle sein, um die es geht oder ähnliches. Wenn ich das alles gemacht habe, schicke ich das Ding ab. Und es landet bei uns. Und um euch dann zu zeigen, wie das bei uns weitergeht, haben wir ein kleines Leiterspiel gebaut. Also ich hätte Loadrunner gesagt, Kollegen sagten Leiterspiel, aber es kommt aufs selbe raus. Ich kann jetzt leider nicht so ein bisschen mitpointen. Ihr müsst einfach ein bisschen mitdenken, während ich das versuche, euch ein bisschen darzulegen. Dazu mal einen kleinen Beispielsfall. Wir stellen uns vor, es gibt eine Berliner Bürgerin, die hat bei einem niederländischen Kettensägen-Versandhandel sich eingedeckt und hat alles bekommen, was sie brauchte. Der Vorgang ist längst abgeschlossen und jetzt fragt sie 3 Monate später mal bei dem Versandhändler in Holland nach, welche Daten habt ihr eigentlich von mir gespeichert, und er hält darauf niemals eine Antwort, füllt dementsprechend unser Beschwerdeformular aus, sendet das verschlüsselt an uns ab. Die Beschwerde landet hier links unten bei uns in der Dienststelle, und was passiert jetzt? Wie jede gute Behörde prüfen wir erstmal, ob wir zuständig sind.
Das ist auch schon ein sehr wichtiger Punkt tatsächlich, mit einer großen Neuerung in der Datenschutzgrundverordnung. Da der Versandhändler in Holland sitzt, hätten wir jetzt früher nach altem Recht einfach gesagt, ja sorry, da musst du dich an die Kollegen in Holland wenden. Oder hätten den Brief genommen, an die Kollegen in Holland geschickt und gesagt, macht mal. Und dann wäre das für uns erledigt gewesen. Nach Datenschutzgrundverordnung ist das nicht mehr so. Ne? Wir sind jetzt auf jeden Fall Ansprechpartnerin für alle Berliner Bürgerinnen, die irgendeine Beschwerde haben, weil sie hier wohnen. Ne? Das heißt, die wenden sich an uns, wir übernehmen die Beschwerde, setzen uns dann mit den Kollegen in Europa auseinander, kommen wir gleich zu. Zweites Feld, Rat und Tipps. Viele Fälle lassen sich bei uns ganz schmalspurig lösen. Das sind kleine Probleme, die sich mit einem Telefonat oder irgendwas schon klären lassen. Das heißt, die wandern dann über die Leiter direkt zum Abschluss. Der Regelfall ist aber, dass es erstmal ins Fachreferat geht. Dort wird ein bisschen ermittelt. Was ist es eigentlich für ein Fall? Die betroffene Person kriegt eine Eingangsbestätigung, wo ihr das Verfahren erklärt wird. Und dann kommt auch schon eine weitere neue Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, nämlich ist es ein grenzüberschreitender Sachverhalt? Müssen wir hier europäische Kollegen vielleicht mit einbeziehen? Ist das nicht der Fall, ne? Ermitteln wir den Fall fertig und kommen zum Abschluss. Aber hier haben wir ja gesagt, Versandhändler sitzt in Holland, also Leiter nach links oben, wir sind in Europa. Was passiert jetzt? Nächstes Feld IMI, IMI, das ist unser Internal Market Information System, also das Binnenmarktinformationssystem, das die Aufsichtsbehörden nutzen, um sich auszutauschen über die Fälle, die jetzt durch die Grundverordnung in unsere Posteingänge gespült werden. Das heißt, es ist wirklich so ein Online-System, wo sehr, sehr viele E-Mails hin und her geschickt werden und sehr, sehr viele Notifications die ganze Zeit eingehen, weil dort alle Fälle, die grenzüberschreitenden Bezug haben, von den entsprechenden Behörden eingestellt werden, um dann erstmal festzustellen, wer ist hier federführend, also wer von uns hat jetzt die Kappe auf, um diesen Fall tatsächlich auszuermitteln und wer von uns ist betroffen, wer von uns darf mitspielen, weil er vielleicht auch Bürgerinnen in seinem Land hat, die von dem Fall betroffen sind oder es eine Zweigniederlassung von dem Unternehmen gibt, um das es geht oder ähnliches. Das wird dann erstmal an dieser Stelle auch in internen Verfahren, die da alle online ablaufen, bestimmte Fristen haben und so weiter, wird das erstmal ausbaldowert. Wer ist zuständig? In unserem Fall wäre das jetzt Holland. Die Niederlande wären zuständig, würden den Fall ausermitteln und dann kommt die nächste Neuerung, einen Beschlussentwurf hochladen, den wir uns dann alle angucken, alle, die wir betroffen sind. Und früher wäre es da so gewesen, die hätten einfach beschlossen und es wäre vorbei gewesen. Ne? Wir hätten keinen Einspruch, keine Einspruchsmöglichkeit, gar nichts gehabt. Jetzt ist es so, wir können tatsächlich Einspruch erheben und können sagen, nein, euer Beschluss gefällt uns nicht. Ihr wollt das Verfahren einfach einstellen, geht so nicht, ihr habt gar nicht ermittelt, was die Firma überhaupt gemacht hat, bitte wieder nochmal zurück. Na, dann geht es die Leiter wieder runter, die ermitteln weiter, verfassen einen neuen Beschlussentwurf und dann, so es denn sein soll, kommen wir bestenfalls zu der Einigung. Das heißt, alle, die betroffen sind, sagen jetzt, nee, wir finden das in Ordnung, so wie ihr das gemacht habt, können wir abschließen den Fall, dann ist er fertig. Ist das nicht der Fall, sondern sagen wir zum Beispiel, nein, die Niederländer haben das immer noch nicht korrekt gemacht, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ganze vor das Board zu bringen, vor den Datenschutzausschuss. Und das ist eben keine übergeordnete EU-Behörde oder so, wie es häufig heißt, also keine Kommission oder irgendwas, sondern es ist tatsächlich eben eine Zusammensetzung aus allen nationalen Aufsichtsbehörden, wo auch Mehrheitsentscheide möglich sind, was dazu führt, dass diese ja, sehr unschönen Geschichten, die in den letzten Jahren gelaufen sind, dass die Kollegen in Irland vielleicht einfach so ein bisschen zurückhaltender an ihren Job rangegangen sind, als wir uns das in Resteuropa gewünscht hätten, diese Möglichkeit gibt es jetzt nicht mehr, sodass hier dann tatsächlich hoffentlich sinnvolle Entscheidungen zu erwarten sind. Es gab bisher noch keinen Fall, der bis vors Board gegangen ist, meiner Ansicht nach. Also soweit ich weiß, es gab schon Fälle, die wir in dem Verfahren abgeschlossen haben, auch inklusive Einspruch und dann Einigung und dann zum Abschluss. Das sind aber bisher eher noch die kleinen Fälle. Die großen Fälle brauchen halt einfach ein bisschen mehr Zeit aufgrund von ja, schlicht Logistik. So, wie kann ich mir, wie könnt ihr uns jetzt ein bisschen bei der Arbeit helfen? Also die Frage ist ja, was wollen wir von euch oder wie könnt ihr uns, nicht, dass ihr dazu verpflichtet werdet, uns die Arbeit zu erleichtern. Wir sind ja eigentlich dazu da, um für euch zu arbeiten und tun das auch sehr gerne. Aber es fällt uns mehr oder weniger leicht, je nachdem, wie wir angesprochen werden. Wenn ich selbst betroffen bin, ich möchte mal ein bisschen aufsplitten. Ne? Wenn ich selbst betroffen bin von der Datenverarbeitung, sprich ich bin jetzt die Bürgerin, die eben in Holland bestellt hat und hier keine Auskunft kriegt und dann eine Beschwerde einreichen möchte, dann mache ich das am einfachsten, indem ich tatsächlich schlicht den Fall möglichst gut dokumentiere. Selbst schon meine Rechte erstmal geltend mache natürlich. Ne? Das hat die Dame ja in unserem Fall schon gemacht. Sie hat keine Antwort gekriegt. Was soll sie jetzt noch mehr machen? Sie hätte nochmal nachfragen können nach dem Fristablauf, ob sie es vielleicht nur vergessen haben oder so, aber das können wir dann auch machen. Also das einfach gut dokumentieren, uns zusenden. Wir kümmern uns um den Rest. Ups, jetzt bin ich ein bisschen... So, da sind wir wieder. Was ist, wenn ich aber selbst beteiligt bin? Also viele arbeiten ja vielleicht auch bei Arbeitgebern, die viel mit personenbezogenen Daten zu tun haben oder sind Mitglied in einem Verein, der, keine Ahnung, große
Kleingärtnerverein, der Persönlichkeitsprofile anlegt oder irgendwas. Also vieles denkbar, vieles kommt bei uns an. Da ist natürlich immer erstmal die Frage, habe ich vielleicht, wenn ich bei der Stelle bin, sogar eine Pflicht, das zu melden? Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn ein Haufen Daten abfließt irgendwohin, ein sogenanntes Datenleck, dann sind die Stellen verpflichtet, uns das zu melden nach Artikel 33 der Grundverordnung. Übrigens, diese Meldung haben sie vervierzehnfacht mit Inkrafttreten der Grundverordnung, das auch nochmal zu den Zahlen. Also erstmal prüfen, muss ich das vielleicht sogar melden? Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte ich mich fragen, will ich jetzt irgendwas machen? Dann auch wieder dieselben Punkte, ne? Möglichst gut dokumentieren, das Ganze an uns übersenden. Wie gesagt, verschlüsselt ist kein Problem, anonym ist auch kein Problem. Wir bekommen auch regelmäßig von irgendwelchen anonymen Adressen Beschwerden über den eigenen Arbeitgeber oder Ähnliches. Es muss gar nicht so kompliziert sein, man kann wirklich unser Formular nutzen und wir garantieren auch, dass da nichts an den Arbeitgeber oder ähnliches zurückkommt. Es gibt natürlich schon Fälle, wo es dann auch nochmal intern schwierig sein kann, das verstehen wir auch, wo man dann total anonym bleiben will. Ich könnte ja auch Polizist sein oder Ähnliches, dann ist es natürlich nochmal ein bisschen schwieriger vielleicht. Aber was ist, wenn ich ganz zufällig auf irgendwas stoße? Das kommt ja auch immer mal vor. Wir freuen uns dann regelmäßig, wenn es, je nachdem, wer ganz zufällig auf was stößt. Wenn ich als Laien zufällig irgendwo feststelle, hier stimmt die Datenschutzerklärung nicht oder Ähnliches, dann ist das natürlich ein Punkt, den wir auch gerne angehen und um den wir uns gerne kümmern. Aber Benjamin hat es auch gerade gesagt, das sind sehr, sehr kleinteilige Beschwerden, von denen wir sehr viele bekommen, die sehr, sehr viel Energie binden, die es uns manchmal nicht leicht machen, die Verfahren zu führen, die uns alle ein bisschen mehr interessieren würden, weil wir einfach ersticken in diesen kleineren Fällen, ne? Und die natürlich auch fristengebunden bearbeiten müssen und das ja auch wollen und das ja auch wichtig ist, weil es sind häufig Sachen, die Einzelpersonen wirklich persönlich sehr betroffen machen. Ne? Insofern bearbeite ich diese Fälle auch gerne, aber sie binden eben Energie, die wir in zu kleiner Menge vorhanden haben bei uns. Insofern, was passiert, wenn ich als Fachmensch, wenn ich mich in irgendeinem Thema auskenne, und jeder von uns ist ja irgendwie Experte in irgendwas, ne? Und vielleicht ist es dem einen oder anderen auch schon mal aufgefallen, wenn er die Zeitung liest oder so, und auf einmal merkt, nee, das stimmt gar nicht, was hier in der FAZ steht, da kenne ich mich besser aus. Und das hat man ja in vielen Kontexten, diesen Effekt. Und oft genug kommt es erfreulicherweise vor, es könnte aber noch öfter sein, dass dann auch jemand aus dem Datenschutzkontext, vielleicht der im IT-Bereich arbeitet oder so, dann feststellt, ach guck mal, wo bin ich denn hier drüber gestoßen? Ein großer Wohnungsanzeigen-Online-Anbieter hier in Berlin, der hat ja irgendwie 600.000 PDFs bei Google indexiert und die liegen da zum Absuchen rum. Was wir nicht merken, was ein normaler User nicht merkt, was diese Person aber einfach zufällig im Rahmen ihrer Arbeit festgestellt hat, hat uns dann das Ganze so kleinteilig ausgedruckt, inklusive schon der, ich weiß nicht, wie sagt man, der tatsächlichen Google-Suchbefehle mit diversen Parametern drin, dass wir das einfach aufrufen konnten. Und man konnte mehr oder weniger direkt anfangen, das Bußgeldbescheid zu tippen, weil einfach alles schon vorhanden war, alles schon fast ausermittelt war. Und ich habe das Gefühl, beziehungsweise ich bin mir relativ sicher, dass das für viele, gerade in Berlin, wo viele Menschen sehr engagiert leben und auch in ihrem Job ein bisschen aufgehen, dass es da ein großes Potenzial dafür gibt, solche Beschwerden einfach ein bisschen vorzubereiten, uns da mal nicht nur einen Tipp zu geben, sondern uns das so vorzubereiten, dass wir halt den Tipp auch sofort verstehen und nicht selbst ermitteln. Nicht, dass wir das nicht machen wollten, nicht, dass wir das nicht machen könnten. Es ist aber eine Kapazitätsfrage. Ne? Da kommen wir immer wieder leider drauf zurück. Wir haben einfach zu wenig Kapazitäten und freuen uns da insofern, wenn aus engagierter Zivilgesellschaft diese Möglichkeiten, die wir eben haben, für euch auch tätig zu werden, dann genutzt werden. Also wir sind da klar auf euch alle angewiesen. Zum Abschluss, wie gesagt, noch ein paar kleine Zahlen. Wie viele Unternehmen gibt es in Berlin? Stand 2017 über 180.000. Dazu kommen alle Behörden, Bezirksämter, Organe vom Senat und so weiter. Alle Einzelunternehmungen, Ärztinnen, Anwältinnen, was man sich vorstellen kann. Und wir haben 51 Vollzeitstellen. Also das ist so ein bisschen das Armdrücken, in dem wir uns da befinden. Sieht jetzt nominell erstmal nicht gut aus. Aber wir haben ja gelernt, wir sind eben nicht mehr allein. Es ist ein europäisches Konzert. Wir singen jetzt im Chor. Dementsprechend sind die großen Unternehmen. Ja, es gab jetzt bisher erst eine Strafe gegen Google von 50 Millionen in Frankreich und das war auch noch aufgrund einer nationalen Geschichte und gar nicht mal richtig grundverordnungsbezogen. Aber sie sind eben nicht mehr raus aus dem Rechtsrahmen. Ne? Sie können sich nicht mehr verstecken. Sie können sich auch nicht mehr in Irland verstecken aufgrund des Endes unseres Leiterspiels, was wir gerade gesehen haben. Es bringt ihnen zumindest nichts mehr. Und es funktioniert auch schon, es läuft zumindest an. Es sind momentan in unserem Online-System ca. 400 Vorgänge in europäischer Abstimmung. Hinter einem Vorgang können dabei aber auch eine Vielzahl von Fällen stecken. Ne? Also das ist nicht jeder Vorgang ist ein Fall, sodass wir irgendwie für Facebook dann 200 Fälle hätten oder sowas, sondern das sind dann schon mehrere Fälle in einem Vorgang häufig.
Also es geht voran. Wir versuchen auch da unseren Teil hier in Berlin beizutragen. Das sind so der Vergleich der federführenden Verfahren zwischen den Bundesländern. Dass wir da jetzt mit, ja, die Zahlen sind nicht dabei, 22 sind es in Berlin. Ich glaube, der nächste mit Nordrhein-Westfalen wäre 8. Also das, wir tragen unseren Teil dazu bei, was ist aber nicht daran liegt, diese Zahl, dass wir besonders engagiert werden. Das liegt eher daran, dass es in Berlin anscheinend besonders viele Unternehmen gibt, die grenzüberschreitend arbeiten und sich nicht benehmen können. Deswegen kriegen wir dann diese Fälle federführend. Also insofern, wir geben uns Mühe und bleiben dran. Was könnt ihr machen? Wie kann es weitergehen? Ich kann jeden immer nur anraten, nutzt Musterschreiben. Die gibt es auf unserer Homepage, die gibt es vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Nutzt eure Rechte, informiert euch über eure Rechte, nutzt eure Rechte zur Online-Beschwerde. Wir kennen alle die Unternehmen und Behörden, die nur Blödsinn machen, wenn sie zu viel Zeit haben. Nehmt ihnen die Zeit, beschäftigt sie, seid unbequem, geht ihnen auf die Nerven, stellt Selbstauskunftsanfragen. Wenn dabei irgendwas rauskommt, was euch nicht passt, wendet euch an uns. Wir versuchen euch dabei gerne zur Hand zu gehen, eure Rechte für euch durchzusetzen. Ich bedanke mich nochmal, wer sich an uns wenden will oder an mich persönlich, immer gerne. Ganz herzlichen Dank, Philipp. Gibt es Fragen? Ja. Okay, Namen und Nehmen. Perfekt. Erstmal danke für den Vortrag. Es ist ja so, dass die DSGVO von manchen Leuten eher als schwammig interpretiert wird und dass es auch schwer ist, nachzuvollziehen, ob es Verstöße gegen die DSGVO gab. Und deswegen ist ja der Strafkatalog, der in der DSGVO vorgesehen ist, auch, man könnte sagen, drakonisch. Also die Strafen können ziemlich, ziemlich hoch gehen. Wenn man sich jetzt aber mal anschaut, irgendwie welche Strafen es schon gegeben hat, dann ist das irgendwie für einen Verbraucher eher enttäuschend, weil die meisten Strafen im einstelligen Tausenderbereich oder Hunderterbereich liegen und es ist ja eigentlich für die meisten Unternehmen kompletter Witz. Also es ist die Frage, okay, man kann sagen, das ist super aufwendig und zeitintensiv, aber wie kann es sein, dass bei den Strafen, die es jetzt schon gab, dass die so unglaublich niedrig sind? Ja, danke. Also zum einen stimme ich zu. Ich finde, die Strafen, die bisher verhängt wurden, hatte ich mir auch höher vorgestellt an der einen oder anderen Stelle. Aber tatsächlich, was du ja auch schon sagtest, das liegt daran, dass die Großverfahren, die tatsächlich diese 4% des weltweiten Jahresumsatzes Bußgelder generieren könnten oder ähnlich, das sind halt wirklich Großverfahren. Also wir haben selbst jetzt hier in Berlin, Google hat seinen Sitz nicht in Berlin, Facebook auch nicht. Ne? Deswegen prüfen wir jetzt solche Verfahren nicht in eigener Zuständigkeit. Wir haben aber auch Großverfahren, die wir führen. Die brauchen aber tatsächlich auch noch ihre Zeit. Da kann ich jetzt leider auch noch keine konkreten Auskünfte zu geben. Ich hoffe auch, dass wir im Laufe der nächsten Monate da ein bisschen mehr Befriedigung verschaffen können. Haben ja jetzt auch letzte Woche, war es glaube ich, ein Bußgeld verhängt in Höhe von 50.000 Euro immerhin gegen eine Online-Bank, die viel Werbung in U-Bahn macht. Hätte meiner Ansicht nach auch mehr sein können, aber da war ich im Fall nicht drin. Insofern gehe ich davon aus, dass die Kollegen das schon im Blick hatten. Aber wie gesagt, grundsätzlich stimme ich dir auch zu. Das ist vielleicht auch ein bisschen noch der Geschichte geschuldet. Wie gesagt, die Bußgelder waren bisher bei 300.000 Euro gedeckelt nach altem Bundesdatenschutzgesetz. Das sind jetzt völlig neue Zahlen, mit denen da umgegangen werden muss. Wir hoffen, dass das jetzt alles sich so ein bisschen in Richtung des Kartellrechts bewegt, ne? Wo es ja schon seit Jahren schon gang und gäbe ist, dass da eben richtig Strafen verhängt werden, die halt auch wehtun. Und dass nicht uns dann immer wieder vor Gericht dann irgendwie runtergekürzt wird auf oder irgendwas. Ne? Sondern dass da jetzt ein Bewusstsein entsteht, dass dann eben auch auch bei der Gerichtsbarkeit und wo das dann immer noch landet, ein bisschen mehr Raum für ein bisschen mehr Eingriff auf Unternehmensseite, wo es halt auch angebracht ist, notwendig ist. Die Kleinverfahren von den paar tausend Euro, muss man auch sagen, das sind häufig auch kleine Unternehmen oder ähnliches. Ne? Ist ja auch nicht unser Ziel, jetzt irgendwelche Unternehmen dicht zu machen mit den Strafen. Kommt drauf an, aber meistens ist es das nicht und dementsprechend, ich denke, es wird in die Richtung gehen. Hoffen wir alle, dass es bald ist. Noch weitere Fragen, Herr Philipp? Ja. Na, ich würde bei der Frage des Prozessrisikos gerne einhaken, denn bevor die DSGVO in Kraft getreten ist, also genau genommen 2 Jahre nachdem sie in Kraft getreten ist, sprich vor Mai letzten Jahres, klang so gelegentlich durch, dass das Prozesskostenrisiko auf Seiten der Behörden ja auch nicht unbeträchtlich ist. Insofern sind diese Fantastilliarden von Euro, abgesehen davon, dass sie ja dieses Unternehmen, wie gesagt, nicht vernichten sollen, müssen ja irgendwo auch im Haushalt gedeckt sein. Gibt es da mittlerweile Zusagen oder ist es kein Problem mehr? Das
Also Zusagen konkret habe ich jetzt keine abgeholt. wenn ich ein Verfahren führe und dann das in die Sanktionsstelle gebe, dann gehe ich auch immer davon aus, dass das alles rechtmäßig ist, was ich da gemacht habe. Und wenn nicht, wird mir die Sanktionsstelle das schon sagen bei uns, ob das jetzt ein riesen Prozessrisiko beinhaltet oder nicht. Aber wäre mir tatsächlich neu, dass wir uns jetzt zurückhalten müssten, weil wir dann eventuell im Prozess den Streitwert nicht tragen könnten oder ähnliches. Also sind bei mir keinerlei Zurückhaltungen in irgendeiner Form bekannt. Okay. Wenn es keine weiteren Fragen an Philipp gibt, dann ganz herzlichen Dank nochmal, dass du heute da warst.